Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Graveyard Keeper. Im letzten Part haben wir den Großinquisitor getroffen. Und sind jetzt auch quasi mit ihm befreundet. Nachdem wir ja bei der Hexenverbrennung dabei waren. Es sind halt immer noch andere Zeiten. Aber besser gesagt, damals waren es noch andere Zeiten. So, wir sammeln erstmal ein bisschen Holz. Ja, die großen Bäume kann ich ja noch nicht fällen. Soll ich den? Okay, so geht's, kann ich ihn fällen. Schauen wir von der falschen Seite. Wir brauchen ja nach wie vor noch die roten Technologiepunkte. Und das lernen wir ja nur durch handwerkliches Geschick. Das lässt mir das Holz aufnehmen und nicht rumschieben. So. Fertigen wir noch ein paar Balken an. Verbraucht halt sehr viel Energie. So. Ja, jetzt am Anfang jetzt noch ziemlich viel grinden auf die Punkte. So, das Speicherzeug haben wir ja schon gelernt. Da bräuchten wir sogar nur 30 grüne Punkte. Das könnten wir ich auch fast lernen. Jawohl, hier brauchen wir auch ein paar grüne Punkte. Beziehungsweise hier. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie eine bessere Methode gibt, um rote Technologiepunkte zu erlangen, als Holz fällen und Steine kloppen. Naja, für den Anfang soll es ja so passen. Steht eigentlich hier. Okay. Ah. Steingarten, Handwerk. Okay, brauchen wir Steine und Flusssand. Okay, und da ist eine neue Leiche. Ah, man kann sich hier ein bisschen an der Zeit orientieren. Immer wenn so ein bisschen was vom Mond zu sehen ist, kommt eine neue Leiche. So, mal schauen. Ah, entnehmen wir wieder ein bisschen Fett. Ich glaube, letztes Mal hatten wir ein bisschen Blut entnommen. Naja. Ja, nicht fallen lassen. Immer schön mitnehmen. So, bestatten wir die Leiche. Erhalten wieder eine Bestattungsurkunde. So. Hier passt ja keine Leiche mehr hin. Nee. Ein Blumenbeet. Da brauchen wir auch noch ein paar Sachen. So, man sollte nicht zu lange wach bleiben. Sonst kann es nicht passieren, dass man sehr schnell Energie verliert. Und hier haben wir schon mal einen Feuerbestattungsort. So. Ah, ich glaube, wir haben sogar schon genügend. Ne, wir haben doch noch nicht genügend. Wir brauchen 15 und 20. Also insgesamt 35 rote Punkte. Es kann ja heiter werden.
die zu erfahren. Was haben wir hier eigentlich noch? Ah, okay. Hier können wir schon mal so Holzmarkierungen machen. Allerdings brauchen wir für die dann noch Nägel. Kann gefertigt werden an Kochtisch, hölzerner Amboss, Amboss und Amboss 2. Kurz schauen. Kochtisch habe ich jetzt noch nicht gesehen. Umpflanzen, Meistersammler, nee, hier haben wir es nicht. Leichenverbrennung haben wir hier unten. Hier oben brauchen wir irgendeine andere Technologie noch, die wir noch gar nicht erforscht haben. Ich glaube, da brauchen wir dann die blauen Technologiepunkte, die wir erst erhalten können, wenn wir am Studiertisch im Kirchenkeller gelesen haben. Naja, bis dahin wird es noch etwas länger dauern. Okay, hier haben wir einen hölzernen Amboss. Brauchen wir. So, hölzerner Amboss kommt. Wo mache ich den hin? Mache ich den hier hin? Ich weiß halt nicht, wie viel Platz wir später noch brauchen für die einzelnen Sachen. Schwierig. Machen wir ihn für den Anfang mal hier hin. So, und hier brauchen wir natürlich Eisenbahnen. Ist blöd. Denn für die Eisenbahn brauchen wir, glaube ich, einen Ofen. Oder? Ja. Brauchen wir einen Ofen. Und für einen Ofen brauchen wir dann wiederum einfach Eisenstücke und Stein. Ja, man sieht schon, man braucht sehr viele Sachen, um hier mal ein bisschen voranzukommen. Naja, ich habe sowieso schon im letzten Part erwähnt, dass wir jetzt das Ganze entschleunigen. Sprich, dass wir mal die Grundsachen aufbauen werden und uns dann erst um die Quests von den Bewohnern kümmern. Und ich sehe auch gerade, dass heute der Tag ist, an dem unser Chef kommt. So rum. So, natürlich fühlt man sich nach dem Schlafen erfrischt. Man sollte nur nicht zu lange schlafen. Sonst wirkt sich das nicht ganz so gut aus. Da fühlt man sich gleich gar nicht mehr erfrischt. Mal schauen, was hat der noch was zu sagen? Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Gespräch beenden. Okay. Der redet erst wieder mit uns, wenn wir die Qualität unseres Friedhofs erhöht haben. Gehen wir mal zum Dorf, beziehungsweise zum Schmied. Oder? Moment, brauchen wir den Schmied? Ja, wir brauchen einen Schmied. Wir erhalten nicht sonst keine einfachen Eisenstücke. Beziehungsweise, wie viele haben wir jetzt? 4 Bestattungsurkunden. Ich glaube, eine Bestattungsurkunde ist 1 Silber und 20 Kupfer. Wenn ich es noch ganz im Kopf habe. Das heißt, wir haben da 4 Silber und 80 Kupfer. Mal schauen. Naja, wie gesagt, wir brauchen eh ein bisschen Geld. So. Erstmal zum toten Pferd. Handeln. Okay, es waren sogar
ein Silber und 50 Kupfer. Heißt, wir bekommen 6 Silber. Aber man sollte nicht so viel handeln, denn der Händler hat ein eigenes Budget, beziehungsweise nicht mehr Geld, als hier unten angezeigt wird. So. Und wenn man immer schön Handel betreibt, kann man hier im Rang aufsteigen. Dann verkauft er auch ein paar bessere Produkte. So, wir brauchen auf jeden Fall noch das Siegel. Das wird noch eine Quest für uns. Allerdings zuvor gehen wir mal hier nach unten zum Schmied und handeln bei den paar Waren. Handeln. Jetzt habe ich nicht nachgesehen, wie viele wir brauchen. Ein paar brauchen wir auf jeden Fall. So, machen wir mal 2,50. Der verkauft uns ja nur die rostigen Sachen. Eisenbahn. Nägel könnten wir brauchen. Puh, schwierig. Ich weiß gerade nicht, wie viele Nägel wir brauchen. Machen wir mal so. Haben Sie mir ja, wie viel wir zahlen? Schleifstein. Eisenbahn, Schleifsteine sind sehr teuer. 10 Silber. Viel? So. Aber jetzt sind wir nicht beendet. So, und dann holen wir uns. Ist zu viel. So. Haben wir hier ein bisschen gehandelt. Heißt, wir kommen jetzt auch ein bisschen weiter beim Friedhof. So. Naja. Mal schauen, was wir als nächstes bauen werden. Bin ja stark dafür, dass wir uns einen Ofen holen, damit wir auch selber Eisenbahnen herstellen können. So, eigentlich sollte schon wieder eine neue Leiche angekommen sein. Oder? Ja. Ich glaube, die kommen auch nur an, wenn man sich hier auf dem Grundstück befindet. Ofen. Okay, hierfür brauchen wir Stein. Stimmt, habe ich ja gerade vergessen. Und hierfür brauchen wir natürlich noch die roten Punkte. Ah, ist blöd. Allerdings können wir hier jetzt ein Kreuz fertigen. Oder halt so eine Gedenktafel. So, wir haben jetzt drei Leichen. So. Naja, platzieren wir die mal. Sollten uns ja auch ein bisschen Plus geben. Eigentlich. Ist nur die Frage, platzieren wir die hier? Ergibt 1. Okay. Muss ich gerade nicht verstehen. So, dann hier auf jeden Fall. Hierfür müssen wir ja noch die Reparaturkits wieder bauen. Und da brauchen wir auch
Werkbank für Holz. Beziehungsweise einen Steinschneider. Man sieht schon, das Spiel ist ziemlich langjährig. Das könnte ich schon reparieren. Allerdings weiß ich gerade gar nicht, wie viel das bringt. Oder ob wir das reparieren sollten, bevor wir einen Ofen haben. Da wir da ja auch Eisen brauchen. Und wir sollten auch uns Essen zubereiten, irgendwann mal. Da man mit Essen nämlich auch Energie wiederherstellt. Allerdings steht das da gerade nicht dran, wie viel man wiederherstellt. Das ist blöd. Naja. Stimmt ja, in dem Keller waren wir ja auch noch nicht. Was ist das für ein Geräusch? Verdammtes Tor. Ich komme jede Nacht wieder, wenn ich muss. Irgendwann komme ich hier durch. Sieht so aus, als könnte ich diese Blockade entfernen und den Bogen. Ja, okay. Das war gerade zu schnell weg. Okay, hier haben wir scheinbar noch ein bisschen Weizen im Keller. Kiste können wir bauen, können auch Sachen entfernen. Wie zum Beispiel die Kiste hier, haben wir hier was drinnen. Einfach und lecker. Rezept. Können wir das Rezept irgendwie lernen? Benutzen. Einfach und lecker. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Herstellen. Gebratene Pilze. Herstellen. Bratapfel. Bratapfel. Auch ziemlich. Was. Gutes. Da hätte ich auch gerade Lust drauf. Naja. So, hier mal ein bisschen Zeug wegräumen. Wir halten auf jeden Fall rote Punkte. Ach, dann können wir sogar den Steinschneider lernen, beziehungsweise Steinmetz. Technologien, Steinmetz freischalten. Ja, hier ist noch ein bisschen Müll. Schade, dass die nicht alle Eisenstücke gegeben haben oder ich es einfach nicht gesehen habe. Ich frage mich auch, wer die Person da unten gerade war. Haben wir auch gerade zum ersten Mal gesehen. Und ich habe es natürlich wieder verkackt. Wir haben zu wenig Nägel. Yay. Heißt, wir müssen nochmals ins Dorf. Ist blöd. Sehr, sehr blöd. So. Mal kurz was schauen. Hier brauchen wir 20 Punkte. Abbruch. Okay. Ja, man sieht schon, man braucht später sehr viele Punkte. Kommen wir schon in den 300er Bereich. Okay, es ist ein bisschen merkwürdig.
Ich habe mir gedacht, dass hier die Sachen erst freigeschaltet werden, wenn wir die blauen Punkte lernen. Allerdings sind ja hier schon ein paar Sachen mit blauen Punkten eingezeichnet. Oder eingetragen, besser gesagt. Ah, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Naja. Vielleicht ja irgendeine Forschung oder irgendwelche Rezepturen oder irgendwas, was wir halt später noch erlangen. So, wir müssen erstmal wieder runter zum Schmied. Damit wir uns noch ein paar Nägel holen können. Ah, okay. Ja. Kann auch handeln, während er arbeitet. So. Ja, und wir haben auch schon fast kein Geld mehr. Heißt, wir müssen wieder ein paar Leichen vergraben. Wo wir wahrscheinlich wieder zu spät kommen, wie man hier in der Tageszeit sieht. Das ist ganz toll. So. Ja, noch haben wir leider nicht so viele Sachen, die wir verkaufen können, beziehungsweise mithandeln können. So, hier ist noch keine Leiche geliefert worden. Allerdings sollte ich jetzt den Steinschneider bauen können. Brauche ich den hier hin? Er braucht sehr viel Platz. Ich glaube, den baue ich hier unten hin. So, und da brauchen wir auch natürlich wieder Energie. So, mal schauen. Ah, hier können wir Steine fertigen. Ach, Stein. Natürlich. Hab nichts anderes erwartet. Heißt, wir müssen Steine kloppen. Ah, okay, stimmt. Ja, wir erhalten ja. Da habe ich jetzt nicht nachgedacht. Wir halten ja aus den kleinen Brocken hier auch normal große Steine. Ich glaube, aus den größeren hier halten wir nur die großen. Oder? Na, scheinbar doch nicht. Ja, es war blöd. Naja, jetzt haben wir ihn wenigstens. Und wir brauchen noch sehr viel mehr Steine. Ja, mal schauen, halten wir hier auch so kleine Brocken oder einen großen? Ja. Naja. Ich dachte, wir halten nur so große Brocken. War ein Irrglaube. Ja, ein bisschen Holz noch mitnehmen. So, mal schauen. Wir sollten hier jetzt genügend haben, um den Ofen zu. Okay, der ist riesig. Der ist wirklich riesig. Okay, platzieren wir den mal da unten. Und wir sollten wahrscheinlich wieder pennen gehen. Nachdem wir zwei, dreimal drauf gekloppt haben. Um jetzt zumindest anzufangen. Ich glaube, ich werde den Part an dieser Stelle noch schnell beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nicht so passen wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Graveyard Keeper wieder. Ciao.